Ja, willkommen zu Medizintechnik 2. Heute ist der zweite Teil unserer Systemtheorie-Vorlesung und wir werden uns heute das Konzept Faltung angucken und wollen uns dann noch ein kleines bisschen über Sampling und Digital-Analog-Wandlung unterhalten, aber auch nur ganz grob, so dass ihr quasi mitnehmt, was so die Schwierigkeiten sind, warum es dazu Forschung gibt, warum man das tatsächlich auch so lange behandelt hat. Und warum wir noch ganze weitergehende Vorlesungen dazu im Verlauf von eurem Studium geplant haben. Okay, da sind wir wieder auf den Folien. Also heute Faltung. Faltung ist etwas, was grundlegend ist für unsere Signalverarbeitung. Und tatsächlich, wenn wir dann auch noch den Faltungssatz sehen, was das mit Fourier-Transformationen und so weiter zu tun hat. Aber es ist eben eine grundlegende Transformation, die wir eben auf Signalen durchführen können. Was ihr natürlich alle schon kennt, sind eben, wie man Funktionen miteinander verrechnen kann. Also zum Beispiel hier in Rot eine Dreiecksfunktion, die wir so darstellen, und in Grün eine Rechtecksfunktion. Und dann kann ich zum Beispiel ein g nehmen und das g ist dann f plus h. Und wenn ich jetzt f plus h rechne und die quasi nicht gegeneinander verschiebe, dann seht ihr hier, dass ich die einfach aufeinander addiere. Also es gibt verschiedene Wege, mit denen man Funktionen kombinieren kann. Addition ist eine davon. Nun, über das, was wir heute reden wollen, das ist die sogenannte Faltung. Und die Faltung ist auch eine Art und Weise, wie man Funktionen miteinander kombinieren kann. Nur macht die eben was anderes. Und wenn ihr jetzt seht, ihr nehmt dieses Rechteck und das Dreieck und faltet die miteinander, dann kriegt ihr plötzlich so eine Kurve wie hier rechts drüben, was jetzt ein bisschen unerwartet aussieht. Aber wenn wir die nächsten Folien uns angeguckt haben, werdet ihr verstehen, um was diese Faltung geht. Tatsächlich ist die Faltung so definiert in 1D, dass ich auch wieder eine Integration rechne von der einen Funktion an der Stelle tau mal die andere Funktion an der Stelle t minus tau und über tau integriert. Wir haben also quasi zwei Funktionen, die unterschiedlich zueinander verschoben werden können. Multiplizieren sie punktweise und addieren sie auf. Okay, sieht ein bisschen schwierig aus von der Notation her, alles schon wieder kontinuierlich. Ist etwas, an das ihr wahrscheinlich noch nicht so gut gewöhnt seid. Es wird noch schlimmer, wenn wir es jetzt zwei Dimensionen machen. Dann haben wir plötzlich Dimensionen x und y. Das ist aber das, was wir ständig brauchen, weil das sind im Prinzip Bilder. Und da passiert im Prinzip das Gleiche. Wir gehen also über den ganzen Bereich, ja, von minus unendlich bis plus unendlich. Und an jedem Punkt multiplizieren wir die zwei Signale miteinander und die integrieren wir dann miteinander auf. Und tatsächlich xy erlaubt uns, die dann gegeneinander zu verschieben. Das ist jetzt alles ein bisschen herausfordernd. Schauen wir uns das doch mal an einem Beispiel an. Ich habe gesagt, wir nehmen zwei Signale und dann multiplizieren wir die punktweise miteinander und addieren alles auf. Und jetzt nehme ich hier diese Rechteckfunktion und die Dreieckfunktion und dann seht ihr, dass die beiden sich nicht überlappen. Das heißt, wenn ich die miteinander multipliziere, dann kriege ich immer 0. Punktweise, dann mache ich das Integral über alle Stellen. Und dann kommt immer noch 0 raus. Ne? Das heißt, an der Stelle hier minus 2, das ist quasi die Verschiebung gegeneinander, hier minus 2, multipliziere ich die miteinander, überall 0, kommt der Wert 0 raus. Naja, dann erhöhen wir mal hier unseren Verschiebungsfaktor, also letzten Endes unser t. Und dann sehe ich, wenn ich das t um 1 weiter rüber schiebe, also jetzt an die Stelle minus 1 gehe, dann seht ihr schon, dass die sich so ein bisschen überlappen. Das heißt, nur an den Stellen, wo sie sich ein bisschen überlappen, habe ich überhaupt einen Wert. Überall anders ist entweder die eine oder die andere Funktion 0. Das heißt, die fliegen alle raus. Das heißt, nur an der Stelle, wo beide überlappen, habe ich überhaupt ein Signal. Dann verschieben wir ein Stück weiter. Und ihr seht schon, auf was das hinausläuft. Es ist letzten Endes die überlappende Fläche, die wir hier bestimmen. Also wir multiplizieren die zwei miteinander und integrieren auf. Wir bestimmen also die Fläche von beiden Funktionen, die bei der Überlappung eben entsprechend entstehen.
Ihr seht hier auch gleich, warum ich hier nicht von minus unendlich bis plus unendlich gehe. Wenn die beiden Funktionen hier nur einen beschränkten Wertebereich haben, dann bringt das ja gar nichts, die anderen Werte sich anzugucken, weil ich dort auch immer 0 haben werde. Also wenn ich nach minus unendlich oder nach plus unendlich gehen würde, da wäre ja auch überall 0. Das heißt, wir können hier einfach minus unendlich mit minus 2 approximieren und plus unendlich mit plus 2. Und für den Zweck hier haben wir dann schon alle relevanten Werte gesehen. Nun, ihr seht schon, ich verschiebe so ein bisschen weiter und dann wird die Überlappung größer. Ja, und dann verschiebe ich weiter, die Überlappung steigt bis eben zu dem Punkt, wo die beiden sich vollständig überdecken. Da ist natürlich das Maximum. Und je weiter ich jetzt wieder nach rechts gehe, desto weniger wird es sich wieder überlappen. Und damit seht ihr auch, warum wir hier so eine schöne kontinuierliche Kurve haben, die sich letzten Endes durch die Faltung ergeben hat. Also wir können jetzt durch dieses Aneinander vorbeischieben sehr, sehr schön sehen, warum dieses Ergebnis passiert. Das ist schon das ganze Geheimnis der Faltung. So berechnet man eine Faltung und wenn wir die dann im Computer haben, dann brauchen wir die auch gar nicht kontinuierlich ausrechnen. Es sind tatsächlich dann nur noch Summen und wir rechnen die Summen nur über die Bereiche aus, die uns tatsächlich interessieren. Das führt dann dazu, dass wir in der nächsten Vorlesung die entsprechenden Funktionen auch deutlich einfacher diskret darstellen können. Schauen wir uns aber in der nächsten Vorlesung an. Okay, was können wir noch machen? Wir können uns natürlich auch mal andere Funktionen angucken. Was passiert denn jetzt, wenn ich zwei Rechteckfunktionen miteinander falte? Also die langsam gegeneinander verschiebe und das Integral bestimme. Naja, dann sehen wir, dass das also linear ansteigt bis zu dem Punkt, wo eben beide überlappen. Und dann fällt es linear wieder ab. Das heißt also, ich kann so eine Dreiecksfunktion sehr, sehr einfach definieren, indem ich sage, ne, das ist einfach die Faltung von zwei Rechteckfunktionen. Ja, das ist mal elegant. Dann brauche ich hier nicht die ganzen Fälle aufschreiben und so weiter, sondern ich schreibe einfach auf, das ist also Rechteckfunktion gefaltet mit Rechteckfunktion und schon habe ich hier dieses Dreieck richtig spezifiziert. Das führt zum Fundamentalsatz linearer Systeme. Und hier bringen wir jetzt quasi wieder die Systeme hervor. Das, worüber wir uns schon in der letzten Vorlesung unterhalten haben, das so gewisse Eigenschaften hat und so weiter. Und zwar, oh Wunder, wenn es genau die Eigenschaften hat, linear und verschiebungsinvariant, kausal brauchen wir gar nicht unbedingt, aber linear und verschiebungsinvariant, dann kann ich dieses System charakterisieren. Und zwar jedes lineare verschiebungsinvariante System lässt sich als Faltung charakterisieren. Ha? Wahnsinn. Deswegen ist die Faltung für uns so wichtig, weil wir lineare verschiebungsinvariante Systeme vollständig über eine Faltung charakterisieren können. Das heißt, was uns interessiert, ist diese Funktion h. H ist die Funktion, mit der ich falte. F ist meine Eingabe in das System, g ist die Ausgabe, aber ich falte mit h. Und h ist die Impulsantwort. Und die Impulsantwort bestimmt quasi, was dieses System tut. Wenn ich die Impulsantwort kenne, kann ich für jede Eingabe, egal was kommt, auch immer die entsprechende Ausgabe berechnen. Ein Beispiel für so eine Impulsantwort, das man vielleicht auch ganz gut nachvollziehen kann, ist Echo, wenn ihr in den Bergen seid und in die Berge hineinruft, dann gibt es dort sehr, sehr lange Wege. Das ganze Signal wird von den Bergwänden reflektiert und irgendwann wieder zu euch zurückgetragen und ihr könnt euch selbst sprechen hören. Nun, das Echo ist genau so ein faltendes System und teilweise eben mit sehr, sehr langen Impulsantworten. Und ihr könnt tatsächlich, wenn ihr in einem Raum seid und ihr wollt wissen, wie stark der hallt, dann könnt ihr einmal schnipsen und damit bestimmen, wie stark das Echo ist. Weil, und jetzt kommen wir zu der Impulsantwort, natürlich gibt es wie für die Addition und auch die Multiplikation auch in der Faltung neutrale Elemente. In der Addition ist es die 0, das heißt, wenn ich quasi mit 0 addiere, dann kommt natürlich dasselbe System raus. Wenn ich jetzt ein System habe, von dem ich weiß, das addiert immer was, dann gebe ich also eine 0 rein und dann weiß ich genau, welchen Betrag es immer addiert.
Wenn ich ein System habe, das multipliziert, gebe ich eine 1 hinein und dann weiß ich genau, mit was es multipliziert. Nun, für unser Faltensystem ist das neutrale Element der sogenannte Dirac-Stoß. Das ist ein Signal. Ja, unsere Systeme sind ja auf Funktionen definiert. Also ist es eine Funktion, die überall 0 ist, bis auf die Stelle 0. Und da ist es unendlich. Das wird sich hier mit der Delta-Funktion auch definiert. Überall 0 bis auf die Stelle 0 und dort ist es unendlich. Unser Schnipsen ist eine Approximation dieser Dirac-Funktion. Also dieselbe Idee wie gerade bei der Addition und der Multiplikation. Wir geben also das neutrale Element in das System hinein und messen die Impulsantwort. Ha? Dirac-Impuls, Impulsantwort. Damit können wir unser System vollständig charakterisieren. Gilt auch für unsere ganzen Bildverarbeitungssysteme. Es gibt natürlich auch einen 2D-Dirac-Impuls. Der 2D-Dirac-Impuls wäre also ein infinitesimal kleiner Punkt und von dem mache ich dann ein Bild und dann kann ich feststellen, wie stark mein System verschmiert. Das ist unsere Impulsantwort H. Wenn ich H kenne, kann ich jede Eingabe nachberechnen und damit kann ich natürlich auch Verhalten simulieren, ich kann Eigenschaften des Systems ablesen und so weiter. Ja, also Dirac-Impuls kann man natürlich auch als Serie von sehr, sehr kurzen Rechteckfunktionen approximieren und tatsächlich würden wir dann in echten Systemen eben ein möglichst kurzes Rechtecksignal eben hineingeben, um so eine Impulsantwort zu messen. Wie gerade schon beim Schnipsen. Das ist sicher auch nicht infinitesimal klein, aber es ist halt schnell genug, um zum Beispiel das Echo in der Audiospur zu messen. Hier nochmal ein Beispiel, wozu ist jetzt unsere Faltung gut? Eine ganz intuitive Sache, die wir auch ständig brauchen. Die Faltung wird dann übrigens auch ständig Filterung bezeichnet, ja, weil wir quasi irgendwelche Dinge entfernen, zum Beispiel hier Rauschen. Wenn ich mit so einer Gauss-Kurve falte, die wir dann auch noch sehen werden in den nächsten Vorlesungen, dann kann ich solches Rauschen entfernen. Hier oben das verrauschte Signal und rechts dann nach der Faltung mit der Gauss-Kurve. Und wir sehen, dass die hohen Frequenzen eben reduziert werden und damit ein reines Signal übrig bleibt. Im Übrigen auch ein Weg, mit dem ich quasi eine Maximalfrequenz garantieren kann. Wenn ich später eine Repräsentation im Computer berechnen möchte und möchte, dass da eben eine maximale Frequenz vorkommt, dann kann ich zum Beispiel ein analoges Filter verwenden und dieses analoge Filter so einstellen, dass es eben alle Signale, die eine höhere Frequenz haben als die entsprechende Zielfrequenz, herausfiltern. Das führt dann zu entsprechend solchen weich gezeichneten Funktionen. Und wenn ihr zurückdenkt an diesen Sägezahnimpuls, den wir da gesehen haben, naja, dann würden halt die Zähne etwas gerundet werden. Aber damit kann ich jetzt garantieren, dass ich auch mit einer bestimmten Anzahl von Frequenzen das ganze Signal darstellen kann, ohne dass ich Fehler mache. Ganz wichtig, der Faltungssatz besagt uns, dass wenn wir die Fourier-Transformation auf ein System anwenden, dann können wir jede Faltung einfach als Multiplikation darstellen, punktweise Multiplikation. Das heißt, ich kann mir quasi sparen, diese doppelten Integrale da zu rechnen. Ich kann einfach eine Fourier-Transformation berechnen, die Fourier-Transformation dann als Darstellung von f wählen, dann multipliziere ich sie mit der Fourier-Transformierten von h, hier mit Groß F und Groß H dargestellt, und dann kann ich wieder zurücktransformieren. Also damit ist es dann gar nicht mehr notwendig, diese vielen Integrale auszuwenden und das hat natürlich große Vorteile, wenn ich das im Rechner machen möchte, weil es von der Fourier-Transformierten Gott sei Dank die sogenannte schnelle Fourier-Transformation gibt, die sich mit deutlich schnellerer Komplexität rechnen lässt. Aber auch etwas, was ihr in späteren Vorlesungen nochmal hören werdet. Fourier-Transformation und Faltung sind also Dinge, die inhärent miteinander verwoben sind und die ständig gegenseitig miteinander verwendet werden. Nun, hier nochmal unser System. Also wir transformieren unsere Faltung, unser faltendes System in den Frequenzraum und dann wissen wir, es ist nur noch eine Multiplikation. Das heißt also, dass wir unsere Impulsantwort, die unser System vollständig charakterisiert, können wir also auch als die Fourier-Transformierte der Impulsantwort erfassen. Und das ist dann die sogenannte Transferfunktion. H
H häufig dann auch Punktspreizfunktion, zum Beispiel im 2D, ja, wo es wirklich um Punkte geht, wird die H als Punktspreizfunktion, Point Spread Function in Englisch dargestellt. Und die Transferfunktion ist die Fourier-transformierte der Punktspreizfunktion. Ja, warum ist das jetzt Punktspreizfunktion genannt? Naja, wir haben es gerade schon angedeutet. Ich gebe einen Punkt rein, der wird verzerrt. Also es ist die Spreizung des Punktes, der infinitesimal klein sein sollte. Und da kommen natürlich auch wieder die Eigenschaften unserer Delta-Funktion herein. Wenn ich nämlich hier die Faltung mit der Delta-Funktion durchführe, dann führt das nur genau auf den Wert 1. Also kann ich eben so die Punktspreizfunktion, die Impulsantwort über diese Delta-Funktion ermitteln. Okay, das bringt uns auch schon wieder zum Ende der heutigen Vorlesung. Wir sind fast durch mit der Systemtheorie. Ich hoffe, das war jetzt auch nicht so super mathematisch. Ich habe versucht, das mit möglichst wenig Formeln auszudrücken, aber irgendwie muss man sich die dann doch mal angucken und später hilft es euch vielleicht. Vielleicht erkennt ihr ja diese Formeln wieder und sagt dann, ey, das habe ich doch mal in Medizintechnik 2 schon mal gehört. Das war doch ganz wichtig. Ja, es ist wirklich wichtig. Und es wird euch das ganze Studium begleiten und ich hoffe, dass ihr hier schon mitnehmt, warum diese Signale und Systeme eben fundamental wichtig sind für uns in der Medizintechnik. Okay, das war es auch schon und ich hoffe, es hat euch einigermaßen gut gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Danke.